Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über einen Spruch reden, der meiner Meinung nach eine sehr destruktive Philosophie symbolisiert. Also der Spruch lautet auf Englisch: No pain, no gain. Ja, das ist ein sehr bekannter Spruch. Bei vielen Leuten ist dieser Spruch auch beliebt, aber ich mag ihn nicht. Ja, und ich werde sagen, warum. Ja, ich möchte gerne mit euch teilen, warum ich diesen Spruch nicht mag. Nun, ich denke, er repräsentiert eine sehr destruktive Philosophie. Ja, manchmal sind vielleicht Schmerzen notwendig im Leben, beziehungsweise es gibt Phasen im Leben, die unangenehm sind. Ja, wenn ich Sport mache zum Beispiel, dann gibt es Phasen, wo es unangenehm ist. Ja, manchmal fühlt es sich unangenehm an oder ich habe ein bisschen Schmerzen, wenn ich mich sehr doll anstrenge. Ja, und das ist bestimmt auch gut für die Muskeln. Aber es geht schnell vorbei. Ja, ich bin schnell über diesen Hügel rüber und insgesamt geht es mir mit dem Sport gut. Ja, ich denke, wenn man richtig Sport macht, dann sollte es eigentlich insgesamt eine schöne Erfahrung sein. Ja, weil nämlich ganz viel Adrenalin produziert wird. Ja, ganz viel Adrenalin wird produziert und fließt durch den Körper und dadurch macht Sport eigentlich richtig viel Spaß. Ja, also es gibt manchmal unangenehme Momente, aber insgesamt macht es Spaß. Und natürlich ist es auch wahr, dass man, um zu wachsen, außerhalb seiner Komfortzone gehen sollte. Ja? Wenn du außerhalb deiner Komfortzone gehst, dann wirst du wachsen. Ja? Also das ist auch ein bisschen unangenehm. Aber als Lebensphilosophie finde ich den Spruch No pain, no gain. Ja? Auf Deutsch würde man sagen, man kommt ohne Schmerzen nicht voran. Ja? Also No pain, no gain auf Deutsch heißt so viel kein Schmerz und kein Gewinn. Ja? Kein Gewinn ohne Schmerz. Aber ich denke, es ist eine viel bessere Lebensphilosophie, ist, wenn wir uns sagen, No fun, no gain. Ja? Ohne Spaß bekommen wir keinen Gewinn. Ich denke, bei vielen Dingen, die wir machen, ist Spaß das A und O. Ja? Ja, Spaß klingt so oberflächlich. Nein, ich meine so ein Glücksgefühl. Ja? Ich denke, wenn wir etwas machen, wobei wir uns glücklich fühlen, dann bekommen wir einen Gewinn. Wenn wir aber denken, dass wir Schmerzen haben müssen, um weiterzukommen im Leben, um etwas zu gewinnen, dann suchen wir praktisch Schmerzen. Dann passiert es so, dass wir mehr Schmerzen haben, als wir eigentlich haben brauchen. Ja, wir brauchen gar nicht so viele Schmerzen zu haben, um im Leben voranzukommen. Es ist nur wichtig, dass wir das genießen, was wir gerade machen. Es ist wichtig, dass wir unser Leben genießen und dass wir auch unser Leben dadurch genießen, dass wir einen Sinn haben. Ja, wenn wir produktiv sind und etwas machen, was uns Spaß macht, dann schaffen wir etwas Neues und wir werden glücklich dadurch. Aber Schmerz brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt Momente im Leben, die sind unangenehm, aber ich denke, wir sollten uns durch solche Sprüche wie No pain, no gain, ja, nicht dazu verleiten lassen, mehr Schmerzen zu haben, als nötig ist. Ja? Genießt das Leben, genießt eure Zeit und habt Gewinne ohne Schmerzen. Ich hoffe, das war inspirierend. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!